Jo, was geht ab, YouTube? Heute machen wir eine Album-Review zum Album Sonny Black 2 von Bushido natürlich, den Taliban-Rapper. Da, warte mal, wieder Licht. So. Da ist das gute Stück. Natürlich ein Taliban, also Burka nennt man es. Ja, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall, ja. Das Album an sich, also ich sag jetzt mal wieder meine Lieblingssong, also ich fand Assassin mega geil. 90er Berlin, Back to the Roots fand ich cool. Nier in Rapper 3 fand ich jetzt nicht so geil. Magazin für Magazine fand ich geil und ja, Tote Fische fand ich auch mega. Ja, was soll ich zum Album sagen? Und zwar das Album Sonny Black 2, angelehnt an dem Album Sonny Black, was ein Mega-Erfolg war und ein mega geiles Album. Aber ja, leider, Teil 2 hat enttäuscht, so meiner Meinung nach. Also das sehen viele so, weil man hat einfach was Geiles erwartet, was Starkes, was Hartes. Aber leider, ja, wurde es halt nicht erwünscht. Also die Wünsche wurden nicht erfüllt, sag ich mal. Ja, Sonny Black 2. Wem hat der großartig gedisst? Den Roos aufgrund seiner Krankheit und ja. Mois, bisschen, Manuelsen, ja, die ganze Kellertruppe. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn er aber halt wirklich härter gedisst hätte, ist ja klar. Ich habe echt gedacht, das Ding landet im Index, aber nee. Das auf jeden Fall nicht. Dagegen eher das hier. Das ist auf jeden Fall im Index gelandet und dazu kommt auch noch eine Review. Aber ist ein anderes Thema. Und zwar, ja. Das Ding ist, ich habe die Box geholt für 20 Euro. Da war ein T-Shirt dabei, was mega scheiße war. Also so von der Qualität her war es echt nicht gut. Und dann gab es noch eine Blu-ray-CD, also so eine Dokumentation. Die fand ich jetzt auch nicht geil. Und ja, Animus, naja. Wenn man niemanden hat, dann nimmt man den Animus halt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Animus ein schlechter Rapper ist, aber nee, er hat da nichts zu verloren. Also nichts zu suchen so. Bushido, ja. Also das gehört auf jeden Fall zu den schlechtesten Bushido-Alben. Also. Ja, oder nee, ich würde es eher als Mittelding bezeichnen, weil es gibt wirklich schlechtere, aber das war echt nicht gut. Die Erwartungen waren hoch und bei einem Teil 2 erwartet man halt viel. Bin mal auf den Teil 3 gespannt. Ich hoffe, das wird mal wirklich gut. Also, das ist doch echt scheiße, weil man denkt, er disst auch den Farid und den Kolle, aber nee, da kam gar nichts. Da kam gar nichts bei rum. Ja, und die Fick die Mutter EP, also, die habe ich jetzt mir noch nicht angehört. Babassat am Start, hat er wohl keinen Husten gehabt. Naja, da ist das Ding. Ja, Sonny Black, da ist das normale Album. Und ja, hier ist die Fick die Mutter EP. Ja, ich weiß nicht, ich finde das Design ja gut schwarz. Also, es hat eigentlich an sich was, aber ja. So. Ist jetzt nichts Großartiges. Ja, gut. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Album findet, was so ja, euer Lieblingssong ist, ne? Das Übliche. Aber für mich war es auf jeden Fall jetzt eine großartige Sache von Bushido. Also ich fand es eher ja, peinlich so für den Bushido. Weil man kennt auf jeden Fall was anderes von ihm. Und ich gebe dem Album auf jeden Fall eine 6 von 10. Also mit den 6 Punkten bin ich sogar noch ganz gutmütig, also von der Bewertung her, weil das hätte meiner Meinung nach nicht sogar nur 4 verdient, weil es war echt eine Enttäuschung, leider. Weil man hat ja auch ein, zwei Jahre gewartet, danach kam sowas bei rum, das ist halt, ja, nicht so geil. Naja, also Leute, das war's mit der Review. Mach's gut und ja, Peace.